Hallo, liebe Deutschlernende, besonders die Deutschlernende unter euch, die sich die Authentic German Learning Academy nicht leisten können, beziehungsweise die meinen, sie können es sich nicht leisten. Massive Empathie für dich. Ja, dies ist auch der Titel des Videos. Ja. Ich habe echt massives Verständnis dafür und auch massive Empathie für dich und für das, was du vielleicht gerade durchmachst. Ja. Die Akademie ist sehr preiswert, ja, nur 1 Euro pro Tag, aber es gibt auch Leute, die können sich noch nicht mal das leisten. Die leben in einem Dritte Weltland oder einem nicht sehr entwickelten Land und können es sich nicht leisten, auch nur 30 Euro im Monat auszugeben, ja, auch wenn es eine Investition in die Bildung ist. Und ich möchte vermitteln in diesem Video, dass ich echt total Verständnis dafür habe und auch sehr, sehr viel Empathie dafür. Ja. Und wie schwierig das sein muss, dieses Leben. Und ich finde es auch total toll, dass du dich auf eigene Faust weiterbildest. Ja. Dass du meine Videos schaust, dass du Deutsch lernst im Internet, dass du dich so weiterbildest, dass du versuchst, einfach dich selbst zu verbessern, um eine Person zu werden, die dann in der Zukunft ein höheres Einkommen erzielen kannst, eben dadurch, dass du jetzt die Zeit investierst in deine Bildung. Und ich kann das total verstehen, dass es nicht jedem möglich ist. Ich denke, es gibt eine große Gruppe von Leuten, die sich selber sagen, ah, ich kann es mir nicht leisten, ah, ich habe so wenig Geld. Ich weiß das, weil ich auch selber lange Zeit so gedacht habe. Lange Zeit habe ich mir bestimmte Dinge nicht geleistet. Ich habe in bestimmte Dinge nicht investiert, weil ich mir die ganze Zeit eingeredet habe, ah, ich kann es mir nicht leisten und so weiter. Aber jetzt, da ich in bestimmte Dinge investiere, in sportliche, also ins Fitnessstudio, in bestimmte Bildungsangebote und so weiter, und auch in einen Kurs, der mich 500 Euro gekostet hat, der mir beigebracht hat, wie man sowas macht, ja, wie man ein Online-Business aufbaut und so weiter. Seitdem ich diese Änderung in meiner inneren Einstellung hatte, ja, also diese Änderung im Mindset, habe ich viel mehr Fortschritte, ja, eben indem ich nicht immer sage, oh, ich kann es mir nicht leisten, das hat einen großen Unterschied gemacht, ja, indem ich mir gesagt habe, na doch, wenn ich ehrlich bin, ich kann es mir leisten. Und die Dinge, die ich mir nicht leiste, das ist eine Entscheidung. Ja. Das ist eine Entscheidung, wenn ich mir etwas nicht leiste. Denn eigentlich 99% der Zeit kann ich es mir leisten. Und es gibt 99,99% immer Dinge, wo ich sparen könnte, ja, die ich mir leiste. Ja, irgendwelche Luxusdinger, die ich mir nicht kaufen könnte. Und dafür könnte ich mir dann Dinge leisten, die mich mehr voranbringen. Ja, es ist immer eine Frage der Prioritäten. Ja, es gibt natürlich auch Menschen, ja, und deswegen betitel ich dieses Video Massive Empathie an dich, ja, oder Massive Empathie für dich. Es gibt auch Menschen, die wohnen in einem dritten Weltland, verdienen echt sehr wenig bei dem Standard, nach einem westlichen Standard gemessen, verdienen sie sehr, sehr wenig, können sich hoffentlich Essen und so leisten in ihrem Land, aber wenn sie etwas kaufen möchten, das im Westen produziert wurde, das westliche Preise hat, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, also der Lebensstandard, also Lebenserhaltungskosten sind
niedriger in dem Land, aber die Löhne sind auch niedriger. Und in westlichen Ländern sind die Lebenserhaltungskosten höher und die Löhne sind höher. Ja, wenn ich jetzt in Deutschland arbeite und ich kaufe mir etwas in einem nicht so entwickelten Land, dann ist das für mich sehr wenig Geld. Aber wenn ein Mensch, eine Person aus diesem Land etwas in Deutschland kaufen möchte, dann ist das sehr viel. Ja, das ist echt dieser Unterschied. Und deswegen kann ich es total verstehen, dass jemand, der in einem dritten Weltland lebt und vielleicht nur 50 Euro im Monat hat, dass diese Person nicht 30 Euro ausgeben kann für die Authentic German Learning Akademie. Ja, also dieses Video ist vor allem an all die Leute, die weniger als 500 Euro im Monat verdienen. Und da habe ich echt total viel Verständnis dafür. Und ich schreibe täglich E-Mails mit Tipps. Die kannst du bekommen unter authenticgermanlearning.com/free. Ja? Und in diesen E-Mails mache ich darauf aufmerksam, wie hilfreich die Authentic German Learning Akademie sein kann. Ja. Und ich versuche natürlich auch, die Akademie zu verkaufen, denn meiner Meinung nach ist es die Aufgabe aller Leute, die etwas produziert haben, von dem sie denken, dass es den Menschen hilft, dass sie dann versuchen auch, dieses Produkt an den Mann zu bringen, dieses Produkt zu verkaufen, weil es die logische Entscheidung ist für viele Leute. Ja, wenn ich ein gutes Produkt produziere, ja, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, ein Handy produziere, das den Leuten hilft, mehr in Verbindung zu treten oder besser Dinge zu planen und so weiter, ja, dann ist es die logische Entscheidung für die Leute, dieses Handy zu kaufen. Also für mich war es die logische Entscheidung, dieses Handy zu kaufen, weil es mir sehr viel hilft. Und die Aufgabe des Verkäufers, ja, derjenige, der es verkauft, die Aufgabe des Verkäufers ist es, dieses Handy an so viele Leute wie möglich zu verkaufen, weil er natürlich der Meinung ist, dass dieses Handy sehr vielen Leuten hilft. Ja. Und deswegen versuche ich natürlich auch in diesen Videos, ja, joingermanclub.com und in den E-Mails die Akademie zu verkaufen. Und ich bekomme dann natürlich auch Antworten von Leuten, die sagen, oh, ich habe wirklich beim besten Willen kein Geld. Ja? Und dafür habe ich sehr viel Verständnis, dafür habe ich sehr viel Empathie und ich mache mir auch darüber sehr viele Gedanken. Also, ich meine, ich habe zum Beispiel einer Person die Akademie kostenlos angeboten. Ich habe gesagt, oh, hey, du hast zu wenig Geld. Hier, ich gebe dir kostenlos Zugang. Und interessanterweise hat die Person dann aber gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ja, ich möchte nicht, dass du mir etwas einfach so gibst, das, wo du eigentlich sonst Geld für verlangst. Und das kann ich auch verstehen, ja, dass Leute nicht unbedingt das einfach bekommen möchten, ja, weil sie sich dann fühlen, dass sie etwas bekommen, was ihnen nicht zusteht. Ja. Wenn ich das an Person A verkaufe für 30 Euro im Monat und an Person B einfach verschenke, dann fühlt sich Person B nicht so wohl dabei, das zu akzeptieren, ja? Was ich total verstehen kann. Ja? Was ich total verstehen kann. Und ich überlege, was man da machen kann, ja? Weil ich wirklich der Meinung bin, dass diese Akademie enorm hilfreich ist und sehr viele Deutschlerner hilft und noch mehr Deutschlerner helfen kann. Und deswegen versuche ich natürlich auch immer dafür zu werben, zu sagen, hey, besuche joingermanclub.com, schreibe dich ein und dann
wirst du noch effektiver Deutsch lernen. Ja? Das ist der Grund dafür. Ja? Und ich überlege, was ich vielleicht noch machen kann, ob ich vielleicht ein Programm habe, wo jemand zweimal die Mitgliedschaft kaufen kann, ja, für sich und für jemanden, der sie braucht. Ja, das hilft dann mir, weil ich dann Authentic German Learning finanzieren kann, und das hilft der Person, die es geschenkt bekommt. Ja, vielleicht ist es anders für die Leute, wenn ich das nicht einfach gebe, sondern wenn sie wissen, jemand hat das für mich gekauft. Und eine andere Sache, und das ist jetzt sehr relevant für dich, wenn du dir die Akademie nicht leisten kannst. Ich habe jetzt ein Freiwilligenprogramm. Ja, es ist ein Freiwilligenprogramm erstmal. Das wird auch bald ein Subcontractor-Programm. Also ich werde Leute in der Zukunft dafür bezahlen, Arbeiten für mich zu machen, die notwendig sind für den Betrieb, ja, für dieses Projekt Authentic German Learning. Ja, es ist sehr viel, was ich tun muss, um Authentic German Learning am Laufen zu halten und weiter zu betreiben. Und deshalb brauche ich sehr viel Hilfe. Jetzt kann ich noch nicht zu viel bezahlen. Das heißt, jetzt suche ich erstmal nach Freiwilligen, die bereit sind, zum Beispiel Transkriptionen zu machen, zum Beispiel zu übersetzen oder irgendetwas Kreatives für mich zu machen, ja, kreative Tätigkeiten, ja, die sind sehr gefragt, ja, und später werde ich Leute dann auch dafür bezahlen, diese Arbeiten zu machen. Momentan ist es noch nicht so sehr möglich, aber in der Zukunft wird es möglich sein, auch Leute dafür zu bezahlen, und dann werde ich natürlich erstmal die jetzt freiwillig dabei sind, werde ich dann in Zukunft bezahlen können. Ja, das heißt, wenn du eine Weile als Freiwilliger arbeitest, dann ist die Chance groß, dass ich dann auch dich in der Zukunft bezahlen kann, gerade wenn du sehr gute Arbeit machst. Ja, und deswegen ist gerade für mich, gerade für die Leute, das gedacht, das Angebot, die viel Zeit haben oder halt genug Zeit haben, dass sie vielleicht 2 Stunden in der Woche investieren können. Ja? 2 Stunden sind schon mal erstmal gut. Noch besser ist, wenn du mehr als 2 Stunden pro Woche investieren kannst. Und auch Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Es gibt auch ich werde dann auch meine Dankbarkeit zeigen, indem ich zum Beispiel kostenlos ein bisschen Hilfe zurückgebe und so weiter. Ja, für die Leute, die, ich meine, wenn du freiwillig für mich arbeitest, bedeutet mir das sehr, sehr viel. Und da bin ich natürlich bereit, dir auch Dinge im Gegenzug zu geben. Ja? Also wenn du Lust hast, dieses Projekt zu helfen, dann sei dabei im freiwilligen Team. Ja, der Link ist in der Beschreibung. Und und dann können wir gemeinsam dieses Projekt noch besser machen. Ja, also das Angebot ist vor allem, wie gesagt, für Leute, die 2 Stunden in der Woche Zeit haben, und oder Leute, die nicht so viel Geld haben und sich die Akademie nicht leisten können. Und oder Leute, die auch etwas zurückgeben möchten. Ja, Leute, die sehr viel von meinem Material konsumiert haben, denen das sehr geholfen hat und die gerne etwas zurückgeben möchten in Form von freiwilliger Arbeit. Okay, ich brauche Spenden, ich bin auch auf Spenden angewiesen und Spenden helfen sehr. Ja, authenticgermanlearning.com/spenden. Ja. Aber, und diese Seite ist für monetäre Spenden, ja, also für Geldspenden, aber du kannst auch deine Arbeitszeit spenden. Ja.
Und dieser Link dafür ist authenticgermanlearning.com/arbeiten. Okay, alle Links sind, wie gesagt, auch in der Beschreibung und ich freue mich darauf, mit dir zu arbeiten und vor allem freue ich mich darauf, Leuten zu helfen, der Armut zu entkommen oder zumindest teilweise zu entkommen, wenn ich die Arbeit in Zukunft vergüten kann. Okay, dies ist eine mega Chance für dich, gerade wenn du in einem Dritte Weltland lebst und nicht so viel verdienst, in Zukunft, in der nahen Zukunft, kann ich das auch vergüten und dann bekommst du Euros für deine Arbeit. Okay? Ich freue mich darauf und ich denke, es wird sehr toll und ich glaube, wenn es soweit ist, wenn ich diese PDF schon habe, dann verlinke ich auch die PDF in der Beschreibung, was diese Vereinbarung alles beinhaltet. Und ich finde diese PDF sehr inspirierend und du kannst sie dir mal durchlesen. Und vielleicht wird sie dich auch inspirieren, für mich zu arbeiten, falls du die Entscheidung noch nicht getroffen hast. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, es war wieder ein sehr langes Video und wir sehen uns morgen, beziehungsweise ja, wir sehen uns im Team, ja, im Authentic German Learning Superhelden-Team. Ne? Ich nenne euch alle Superhelden, alle Leute, die für mich arbeiten, sind Superhelden für mich. Okay, also wir sehen uns im Superhelden-Team oder auf jeden Fall morgen hier auf YouTube. Bis dann, schreib ruhig einen Kommentar, falls du irgendwelche Gedanken hast zu diesem Video. Ja? Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.